kurzer Einschub vorneweg. Könnt ihr auch gerne überspringen. Geht, glaube ich, ungefähr 2 Minuten, 1 Minute 30. Ich versuche mich kurz zu fassen. Es regnet zurzeit ständig. Das Wetter ist so beschissen, dass ich mich einfach nicht raustraue mit der Kamera. Ich bin draußen. Ich habe zum Beispiel gestern Rettungsdeckenshelter gebaut, Rettungsdeckenshelter mit Fichte ausgefüllt, Feuerle gemacht im Regen bei supermassem Holz. Das war gar nicht so einfach. Dosen-Cheeseburger heiß gemacht, noch einen Tee gekocht entsprechend. Habe mir diverse tolle Buchenstängelchen zusammengebaut. Sägt, um demnächst dann mal endlich diesen Bushcraft-Stuhl, den ich geschenkt bekommen habe, auszuprobieren. Das wird spannend. Vielen Dank übrigens an dieser Stelle nochmal. Cheeseburger hatte ich übrigens auch geschenkt bekommen. Vielen Dank. Habe meine neuen Gamaschen ausprobiert, indem ich ein bisschen durch die Brombeeren geschlichen bin. Hat auch wunderbar funktioniert. Was habe ich noch so gemacht? Ein Speer habe ich noch gebaut mit toller Metallspitze. War auch gar nicht so einfach, die Metallspitze schön so an den Speer zu bekommen, dass die nicht abgeht, wenn man den Speer in irgendwelches morsches Holz rammt mit Widerhaken. Lauter Schwachsinnsprojekte, Kleinigkeiten, lustig war es trotzdem. Und dann ist es leider dunkel geworden und ich bin nicht mehr dazu gekommen, noch weitere Projekte durchzuführen. Lager steht noch, sobald es aufhört zu regnen, gucke ich, ob es dann immer noch steht. Und werde dann da entsprechend das Gleiche nochmal mit der Kamera tun. Aber solange es regnet, traue ich mich da wirklich nicht, im Wald großartig zu filmen. Das nur zur Erklärung, weshalb es zurzeit so viele Kellervideos sind. Waldprojekte sind bis zu einigermaßen vernünftigem Wetter halt erstmal aufgeschoben. Hallo und herzlich willkommen im Keller. Kamera steht noch etwas schief. Ich habe vor etwa 9 Monaten ein Video gemacht. Da fehlt mir jetzt noch mein Notizbuch, das hole ich noch geschwind. Ja. In dem Video, da ging es um meinen Versuch, Bushcraft und Survival mal zu definieren. Und ich wollte das ja mit euch diskutieren und das ist auch geschehen. Ihr habt da jede Menge zugeschrieben und da möchte ich an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für sagen. Vielleicht ist ja der eine oder andere noch unterwegs auf diesem Kanal und sieht das hier eventuell, der damals auch schon mit diskutiert hat oder die. Ich glaube, bei 4 oder 5 Leuten bin ich mir ziemlich sicher, dass die auch jetzt noch eventuell zugucken. Und ja, ich habe gesagt, wir verfeinern das Ganze dann noch anhand eurer Kommentare. Mache ich mir dann nochmal Gedanken und gucke, was da noch reingehört und so weiter und so fort. Und das möchte ich jetzt im Rahmen von diesem Video tun. So, und da das Erste, das Erste, was ich jetzt machen möchte, ist die Definition, auf die ich dann damals gekommen bin, mit noch ein ganz paar Ergänzungen, die ich dann quasi direkt im Anschluss an das Video vorgenommen habe, euch nochmal vorzulesen. Und das mache ich jetzt per kleiner Texteinblendung und Voice-Over. Bushcraft und Survival sind Aktivitäten, die generell draußen und abseits urbaner Ballungsräume ausgeübt werden. Sie grenzen sich von zum Beispiel Joggen oder Wandern dadurch ab, dass sie überwiegend im Wald und dort insbesondere abseits der Wege stattfinden. Zentrale Elemente sind der Lagerbau, das Zubereiten von Nahrung über offenem Feuer und das Übernachten in der freien Landschaft. Fortbewegung, wie es zum Beispiel beim Trekking der Fall ist, steht hingegen meist nicht im Mittelpunkt. Während Bushcrafter oft primär einen Ausgleich vom Alltag und Entspannung suchen, ohne mit ihrer Tätigkeit einen besonderen Zweck zu verfolgen, sehen Survivalisten ihr Training auch als Vorbereitung für Not- und Krisenzeiten. Dazu versuchen Survivor meist mit einem absoluten Minimum oder ganz ohne Ausrüstung und Proviant zurechtzukommen, während Bushcrafter alle wesentlichen, meist einfachen Gegenstände und Proviant mitführen. Fehlende oder zusätzliche Ausrüstung wird von beiden Gruppen selbst hergestellt oder improvisiert. So, und damit wäre das dann auch geklärt und dann können wir eben zu all den Dingen, die ihr diesbezüglich in die Kommentare geschrieben habt, jetzt dann auch nochmal kommen und inwiefern das Ganze dann eben entsprechend verändert. So, und da war die erste Sache, die mir aufgefallen ist beim Durchsehen der Kommentare, dass relativ viele Leute sich da ein bisschen angegriffen gefühlt haben, zum Teil auch schon ein bisschen sehr, dass man das ja gar nicht definieren darf und nicht braucht und nicht soll. Und dazu gibt es einen hervorragenden Kommentar, der so ein bisschen schnippisch das Problem ganz gut beschreibt. Und zwar hat der Blue Raccoon Wanderer, Wanders, irgendwie so, ich weiß nicht, ob man das Englisch aussprechen soll oder nicht, hat jedenfalls geschrieben, Zitat, Bushcrafter sind Individuen, die sich nicht gerne in Kategorien stecken lassen. Heißt, ich krieg aufs Maul, wenn ich versuche, jetzt zu sagen, was ein Bushcrafter genau ist und ihn in eine Schublade einzuordnen.
Das aufs Maul kriegen war zumindest insofern gerechtfertigt, dass ich den Fehler gemacht habe, zu sehr zu sagen, was ist ein Bushcrafter und was ist ein Survivalist, anstatt mich mehr darauf zu konzentrieren, was ist Bushcraft als Tätigkeit, als Begriff und was ist Survival als Begriff und mich zu sehr auf die ausübende Person konzentriert habe. Das habe ich deswegen getan, also quasi gesagt, was macht ein Survivaler, was macht ein Bushcrafter, weil es dann einfach besser zu fassen ist. Es ist für den Umgang, für den Sprachgebrauch einfach einfacher, von den jeweiligen Personen zu sprechen, als diesen abstrakten Begriff da genauer zu umreißen. Letztendlich läuft es aber darauf hinaus. Es war also nicht meine Absicht, jemanden jetzt zuzuordnen, du bist ein Survivor, du musst jetzt Folgendes tun, sondern ich wollte mehr durch die Gesamtheit der Survivor, die eventuell in den Kommentaren mitlesen, noch ein bisschen besser herausfinden, wie tickt so ein durchschnittlicher Survivor, beziehungsweise was versteht der unter dem Begriff Survival? Nicht, weil ich sagen möchte, du bist jetzt ein typischer, du bist ein bisschen weniger typisch, oh, du bist ganz untypisch, du müsstest dich eigentlich anders verhalten. Also darum ging es wirklich überhaupt nicht. Wichtig ist nämlich in diesem Zusammenhang, gerade bei Definitionen, Moment, wo steht es? Nicht durch die Definition wird die Anwendung eines Begriffes festgelegt, sondern quasi umgekehrt. Durch die Anwendung eines Begriffes, und die Anwendung des Begriffes heißt, was machen diejenigen damit, die sich so bezeichnen in diesem Fall, wird definiert, was das ist, dieses Gebiet Bushcraft. Also sprich, es ist eine Gebrauchsdefinition, die sich aus dem Gebrauch des Wortes Bushcraft ergibt. Und der ist in Deutschland auch ein anderer, der Gebrauch von Bushcraft, als das zum Beispiel international der Fall ist, was unter anderem daran liegt, dass wir international ganz andere Möglichkeiten haben, wenn wir sagen, wir gehen Bushcraften. Wir könnten uns zum Beispiel eine Hütte in die Wildnis in Kanada stellen und das zu Recht als Bushcraft bezeichnen. Und mit Hütte meine ich ein richtiges Haus, in dem man jahrelang problemlos wohnen kann, ohne allzu große Luxuseinbußen. Also es besteht ein meilenweiter Unterschied eben zwischen einem beheizbaren Häuslein mit Kamin und einem Lean-to-Shelter. Zum Beispiel, selbst wenn es ein Luxus-Lean-to-Shelter ist, mit noch einem zweiten neben dran und einer schönen Feuerstelle in der Mitte, auf der sogar noch ein Klotz steht, den man als Herd benutzen kann, was ja für deutsche Verhältnisse schon ein ausführliches, luxuriöses, schönes Bushcraft-Lager im Prinzip schon ist. Ne? Aber wie gesagt, der Typ, der in Kanada ausgestiegen ist und in der Wildnis lebt, in seiner Blockhütte, der lacht uns dafür aus, wenn wir sagen, das ist jetzt schon ein krasses Bushcraft. Also das einfach nur, dass ich halt nochmal darauf hinaus möchte. Der Begriff ist in Deutschland wirklich mit einem anderen Verständnis, Anwendungsbereich versehen, als das halt eben international sicherlich der Fall ist. Also, so viel Asche auf mein Haupt, das ist sicherlich größtenteils meine Schuld, dass es da halt eben bei dem Eindruck, dass da der Eindruck entstanden ist, ich möchte irgendjemanden in irgendeine Schublade reinstopfen. Aber zu meiner Verteidigung auch noch ein bisschen was, nämlich jemand hat geschrieben und das gab relativ viel Daumen hoch, der Kommentar, ich brauche keine Definitionen. Ja, aber das ist so natürlich jetzt auch nicht ganz richtig, weil Definition klingt ja jetzt erstmal nach zu viel Ordnung, zu wenig Individualismus, aber ohne Definition können wir uns nicht mal unterhalten, wir können gar nicht kommunizieren. Beispiel, gehst du zum Bäcker, ich hätte gern ein Brot. Worauf ich hinaus will, ist, wenn es keine einheitlichen Definitionen von so alltäglichen Begriffen wie Brot gäbe, dann wüsste niemand, mit dem man spricht, was Brot eigentlich ist, weil nie jemand festgelegt hat für die Gesellschaft, was ist der Begriff Brot? Was bedeutet das? Ohne Definition ist das nicht klar. Darauf will ich hinaus. Jetzt ist nicht definiert, was Brot ist. Jetzt erklär mal dem Bäcker, was du eigentlich haben willst. Hallo, ich hätte gern ein helles
gebackenes Objekt aus folgenden Mehlsorten und Natursauerteig von mir aus. Ist jetzt ein bisschen umständlich, würde vielleicht sogar noch funktionieren. Definitionen sind absolut notwendig für jede Form von Kommunikation. Es ist nicht so, dass man Definitionen an sich ablehnen kann. Man kann ablehnen aufgrund dessen, dass es für bestimmte Begriffe, beziehungsweise für jeden Begriff in irgendeiner Form eine Definition geben muss, mit diesem Begriff belegt zu werden. Daran kann man sich natürlich schon stören und das kann man gerne ablehnen. Da habe ich auch überhaupt kein Problem mit und volliges Verständnis dafür. Aber damit man weiß, was man da ablehnt, muss der Begriff auch erst wieder definiert sein. Also darauf möchte ich hinaus. Definitionen per se ablehnen, das geht nicht. Das kann man nicht. Nein. So, weiter. Sache mit dem in eine Schublade stecken. Ja, also tickt der Mensch nun mal. Ein Mensch wird von einem anderen Mensch als Summe seiner Eigenschaften wahrgenommen, also unter anderem. Zum Beispiel erfährt jemand anders über mich, dass ich Katzen mag. So, dann kann ich mich jetzt wahnsinnig darüber aufregen, dass alle Welt denkt, dass es jemand, der Katzen mag. Aber das ist halt nun mal richtig. Und dann bin ich in der Schublade mit Menschen, die Katzen mögen, ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht aufgehoben. Und viele Eigenschaften anderer Menschen, die Katzen mögen, bezüglich des Katzenmögens, treffen auch auf mich zu, weil ich eben Katzen mag. Das heißt, ich streichel Katzen gerne, ich quatsch mit Katzen in dämlicher Babysprache. Hallo, ja, irgendwie sowas in der Richtung. Ja, und all solche Dinge, die man klischeehaft teilweise durchaus richtig dann eben auf Menschen anwenden würde, die Katzen gern haben. Genauso wie man jetzt halt eben sagt, du bist ein Mensch, der im Wald Feuer macht, Lager baut, Essen auf dem Feuer kocht, Heringe, Kleiderbügel, Topfhaken, Löffel und ähnliches schnitzt, herstellt, dich dann als Bushcrafter zu bezeichnen, na, damit muss man, glaube ich, leben. Also, wenn jemand anders das halt eben auch macht, diesen Begriff dann kennt, diesen Begriff gut findet und dich dann so bezeichnet, ja gut, dann kannst du dich natürlich wahnsinnig aufregen und sagen, ich bevorzuge die Bezeichnung von mir aus Waldläufer und das ist auch vollkommen legitim, aber wirklich übel nehmen kann man das dann doch jemandem nicht, dass der einen dann eben als entsprechend Bushcrafter bezeichnet, da es diesen Begriff jetzt nun mal eben entsprechend gibt. So, also das noch so ein bisschen zu meiner Verteidigung. Ich will jetzt auch in keinster Weise eben behaupten, dass jeder Bushcrafter gleich ist. Ich bin ja persönlich sowieso auch irgendwo sicherlich nicht der klassische Bushcrafter. Zum Beispiel interessiere ich mich persönlich an Scheiß für Hüttenbau. Das ist sicherlich nicht typisch. Hüttenbau und irgendeiner Form Unterstandsbau, auch mit größerem Aufwand, ist sicherlich eine Sache, die sehr beliebt ist bei der Bushcrafterschaft in Deutschland. Also da muss ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, um eben das zu behaupten. Es gibt auch garantiert wahnsinnige Diskrepanzen eben zwischen der Intensität des Naturschutzes. Jeder Bushcrafter wird sich einig sein, dass man nicht möchte, dass ein riesiger Haufen Müll in den Wald gekippt wird. Da sind wir uns einig. Aber ich würde zum Beispiel so weit gehen, dass ich Hüttenbau generell nur in Ausnahmefällen und nur als sehr kleine Hütte überhaupt nur verträglich finde, weil alles, was darüber hinausgeht, für meinen Geschmack ein zu starker Eingriff in den Wald ist. Aber das kann jeder natürlich sehen, wie er lustig ist und das ist jetzt nur meine Meinung diesbezüglich und da möchte ich auch nicht unbedingt gerne eben in einen Topf mit den Intensivhüttenbauern geschmissen werden. Also wenn ich jetzt irgendeinem Förster erzähle, ich mach Bushcraft, was, du baust auch so scheiß Hütten? Nee, eben nicht. Und deswegen, es ist schwierig, natürlich. Es ist ein breites Spektrum. Das gibt es einen rechten Rand, einen linken Rand, einen vorne und einen hinten Rand. Von mir aus einen ganzen krausen Kreis von diversen Stellen am Rand, an denen man sich einordnen kann. Und kaum irgendjemand wird genau in der Mitte zu finden sein. Aber das ist nun mal der Lauf der Dinge und eben ganz natürlich, dass bei jedem Begriff, bei jeder Gruppe von Leuten, die man vielleicht zu definieren versucht, sich nicht alle ganz genau in der Mitte tummeln, sondern es ein gewisses Verteilungsspektrum gibt.
Andererseits würde man Gruppen von Leuten überhaupt nicht, also Leute überhaupt nicht zu Gruppen zusammenformen, dann wäre es auch unglaublich schwierig, weil dann müsste man quasi, wenn man sagen möchte, dass der Bushcrafter die und die Eigenschaft hat, um zum Beispiel dem Landwirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen, keine Ahnung, völlig egal, zu erklären, dass die eben kein gefährliches Übel für den Wald darstellen. Der Landwirtschaftsminister ist auch für den Wald zuständig, sondern total harmlos sind. Und das kann man ihm nicht erklären, indem man jetzt zum Beispiel sagt, also zum Beispiel der Otto. Der Otto, der macht Feuer immer nur in der Feuerstelle. Und der Karl-Heinz und der Dieter. Und der Jürgen, gut, der macht zwar Feuer auch außerhalb von Feuerstellen, aber der nimmt immer einen Hobo und guckt, dass er da niemals was anzündet. Und da muss man immer so weiter aufzählen. Also auch da ist es einfach eine Notwendigkeit für Kommunikation, Menschen mit ähnlichen Interessen zu einer Gruppe zusammenzufassen. Ein Individualist tut sich damit schwer, dass er dann auch in so eine Gruppe reingeschmissen wird. Es lässt sich aber halt einfach, kickt die Kamera weg, nicht vermeiden. Ne? Darauf möchte ich hinaus und entschuldige mich bei allen krass Hardcore-Individualisten, die draußen im Wald rumspringen, was mir wahnsinnig sympathisch ist. Wirklich. Dass sie halt eben jetzt möglicherweise den Eindruck haben, ich versuche sie zu den anderen Bushcraftern in die gleiche Schublade zu stecken. Ich will da wie gesagt auch nicht unbedingt bzw. nur begrenzt rein, aber ich mache das jetzt trotzdem so. Dann nochmal zum Thema englischsprachiger Raum, Bushcraft-Definition. Die haben nämlich eine, die relativ beliebt ist, wo man nicht so viel ewig rumdiskutieren muss, die sehr breit aufgestellt ist und wohl irgendwie scheinbar, jetzt bin ich zu wenig in der Materie drin, um das wirklich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen zu können, dass es genau so ist, aber es läuft wohl ungefähr darauf hinaus, dass Bushcraft wohl ein Prozess ist, in dem Fähigkeiten und Wissen erlangt werden, die das autarke Leben in der Natur möglich machen oder verbessern oder erleichtern, irgendwie so in diesem Bereich. Ne? Heißt, man lernt, wie kommt man in der Natur zurecht. Das ist Bushcraft im Großen und Ganzen. Und das ist ja wirklich jetzt ein so breites Spektrum, da würde Trekking definitiv auch reinfallen, weil dabei lernt man auch, wie man in der Natur zurechtkommt. Und zwar mit der Ausrüstung, die man dabei hat und dabei gleichzeitig noch diverse große Strecken zurücklegt. Aber das ist dann definitiv Bushcraft. Auf jeden Fall. Survival. Hundertprozentig. Jede Form von Survival in der Natur beschäftigt sich ja damit, in der Natur klarzukommen. Da leben zu können. Und zwar in den krassesten Extremsituationen notfalls. Also Bushcraft. Meinetwegen, sich einen Stock vom Baum abzubrechen, um durch ein aufgeweichtes Stück Weg durchzulaufen, weil man spazieren geht. Das wäre dann quasi auch schon Bushcraft, wenn man es ganz krass auslegen möchte, weil man da eine Fähigkeit und das Wissen angewendet hat, sich diesen Stock zu besorgen, um damit eben besser durch den Matsch zu kommen, auch wenn man nur mit dem Hund spazieren geht. Also, es ist sehr breit gefächert und das stört mich dabei halt eben auch. Und nochmal der Hinweis eben auf die völlig andere Situation, die wir in Deutschland haben im Vergleich zu beispielsweise Alaska oder Kanada. Da herrschen halt einfach ganz andere rechtliche Voraussetzungen, um eben in die Wildnis zu gehen, die es da nämlich gibt und bei uns eben nicht. Wir müssen uns also quasi eine Wildnis herdenken, die so nicht existiert, weil jedes Stückchen Wald ist ein Forst oder ein Naturschutzgebiet, in das wir wieder nicht rein dürfen. Und wie beim ersten Teil möchte ich hier versuchen, diese Definition möglichst auf eben die legalen Teilbereiche von Bushcraft und Survival zu beschränken. Ne? Also wenn jetzt von mir aus jemand, weiß nicht, wildern geht im Wald als Survival-Training und da reihenweise die Rehe mit seinem illegal erworbenen G36 niederbügelt, sofern er sie dann trifft. Wobei ich mit dem Teil nie daneben geschossen habe. Ich verstehe, aber gut, ich war ja auch nie im Einsatz. Wie dem auch sei, sollte das jemand tun, dann ist das zwar schon auch irgendwo Survival-Training, aber halt eben nicht besonders legal und demzufolge möchte ich das jetzt auch bestimmt nicht in die Definition mit aufnehmen. Ne?
Jemand hat in den Kommentaren geschrieben, dass dann aber fast alle Tätigkeiten im Bereich Bushcraft und Survival illegal sind, weil man ja gar kein Feuer machen darf und so weiter und so fort. Ja, aber das würde ich jetzt nicht so sehen, weil man könnte ja theoretisch alle Feueraktivitäten von den anderen Aktivitäten auskoppeln. Und der Bau von Lagern, das kann zum Beispiel auch durchaus erlaubt sein, wenn einem zum Beispiel der Wald gehört. Also möglich ist das schon legal. Es ist zwar unglaublich schwierig, aber möglich, ja. Wilderei, niemals. Alle anderen, also so Feuerle machen, Lagerbau und so weiter und so fort, die Möglichkeit besteht, dass man das legal machen kann. Es ist nur, wie gesagt, saumäßig schwierig halt. So, dann haben wir noch, beziehungsweise habe ich wissen wollen, was machen wir denn mit den Preppern? Beziehungsweise mit dem Prepping, um bei der Begrifflichkeit an sich zu bleiben. Hat jetzt so ein Prepper, beziehungsweise das Outdoor-Prepping, also das Prepping, das davon ausgeht, dass in einem Krisenfall die Flucht in die Natur, beziehungsweise Wildnis, was es in Deutschland wieder nicht gibt, die richtige Option ist. Jemand, der sich auf sowas vorbereitet und in diesem Zusammenhang dann halt natürlich auch lernt, wie er ein Lager in den Wald stellt, wie er Feuer macht und solche Dinge und mit der ganzen Ausrüstung, die er halt für sein Überleben im Wald dann dabei hat, klarkommt. So einer. Was machen wir jetzt mit dem? Ist der jetzt ein Bushcrafter oder ist der ein Survivor? Oder ist er einfach nur ein Outdoor-Prepper und macht damit eine zusätzliche Gruppe auf? Aber in diesem Fall, was machen wir denn mit den anderen Preppern? Mit den Bug-In-Preppern, nicht den Bug-Out-Preppern. Also sprich, diejenigen, die von ihrem Plan her, von ihrem Verständnis des Begriffes Prepping her, sich lieber quasi ihr Haus bunkerartig ausbauen und Nahrungsmittel bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag einlagern und von mir aus Alarmanlage und Fallen ums Haus aufstellen und Waffen bevorraten, sofern man da in Deutschland rankommt. Wir bleiben ja im legalen Bereich, beschränken uns demzufolge auf Bögen, Armbrüste und derlei Kram. Und ja, was machen wir also allgemein mit dem Prepper? Unterscheiden wir zwischen dem Outdoor-Prepper und dem Indoor-Prepper? Sage ich jetzt einfach mal so vorsichtig ausgedrückt. Und da war die Mehrheit von euch, die sich dazu geäußert haben, kommentartechnisch, sobald ich überhaupt verstanden habe, was sie mir genau haben sagen wollen. Worauf ich hinaus möchte, die Mehrheit von euch war der Meinung, dass ein Prepper, der Bushcraften geht oder jetzt Wildnis-Survival lernt, immer noch ein Prepper ist, der gerade Bushcraften übt oder Wildnis-Survival lernt. Und das ist ja wieder das, was ich schon ein bisschen weiter vorne erwähnt habe. Wenn wir es auf den Begriff runterbrechen und nicht auf die ausübende Person, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann bleibt der Kerl ein Prepper, wenn er sich gerne als solcher bezeichnen möchte, und übt halt noch dieses Zeug, um ein besserer Prepper zu sein. Problem gelöst, Prepper eingeordnet. Natürlich funktioniert das auch umgekehrt. Wenn man jetzt als Bushcrafter, sagen wir mal, ich verstehe mich als Bushcrafter. Naja, sicherlich zum großen Teil. Und ich lagere mir jetzt 99 Liter Wasser in meinen Keller ein, die hier unterm Bücherregal nämlich deponiert sind. Bin ich jetzt deswegen gleich ein Prepper? Nee, dann bin ich halt immer noch ein Bushcrafter, der ein bisschen Prepping betreibt. Also, ich denke, damit ist dieser Fall relativ gut gelöst und wir beschränken uns halt hier einfach jetzt drauf, nicht Prepping definieren zu wollen, sondern Bushcraft, Ting und Survivaling. Anglizismen, ich mag sie. Okay, Trekking. Trekking ist schwierig. Was machen wir mit dem Trekking? Nehmen wir mal folgenden Fall an. Survival. Jemand wird in der Wildnis ausgesetzt von einem Hubschrauber und als Survival-Übung und kriegt eine gewisse rudimentäre Ausrüstung und eine grobe Angabe, dass im Süden irgendwann eine Straße kommt, wo sie ihn einsammeln, wenn er da ankommt. So. Und dann muss der sich jetzt nach Süden durchschlagen mit einer ganz kleinen rudimentären Ausrüstung. Naja,
Es ist eine Wanderung über mehrere Tage mit einem Schwerpunkt auf Fortbewegung. Das ist immer wichtig, meiner Meinung nach, beim Trekking, dass es sich um eine Tätigkeit mit Fortbewegungsschwerpunkt handelt. Diese Ausrüstung hat er. Ohne die wäre er wahrscheinlich nicht überlebensfähig, weil es sich irgendwie um den hohen Norden, so halbe Arktis handelt. Da braucht man ein gewisses Maß an Ausrüstung, einfach wirklich zwingend, gänzlich ohne. Er frierst da einfach rucki-zucki. Ist das jetzt Survival oder ist das jetzt Trekking? Und da würde ich es jetzt einfach davon abhängig machen, wie viel Komfort bei dem Ganzen dennoch stattfindet. Dabei Trekking light per se, also über ein gewisses Maß hinaus, nicht einkalkuliert ist. Und eine gefährliche Situation auch nicht einkalkuliert ist. Die meisten Trekker haben ja eine Ausrüstung dabei, mit der sie so gut klarkommen, dass sie nicht in Gefahr geraten. Oder schlimme Entbehrungen auf sich nehmen müssen. Ein bisschen ja immer auch, aber halt nicht krass. Und deshalb würde ich sagen, so eine Aktion ist schon noch Survival, auch wenn eine Ausrüstung im Spiel ist, eine Strecke zurückgelegt wird und wahrscheinlich unterwegs nicht viel hergestellt wird. Denn diese drei Sachen würde ich als große Punkte, Trekking zu definieren, jetzt einfach mal hernehmen wollen. Fortbewegung als zentrales Element. Es wird nichts hergestellt, zur Unterscheidung von Bushcraft, wo eigentlich ja fast immer irgendwie zumindest ein bisschen was hergestellt wird. Vielleicht schnitzt man beim Trekking ja auch unterwegs einen Löffel. Dann würde ich jetzt in dem Fall sagen, dann macht man auf einer Trekking-Tour ein kleines bisschen Bushcraft zwischendurch. Aber deswegen bleibt es eine Trekking-Tour. Und halt es ab die Abhängigkeit von der Ausrüstung. Klassischerweise ist eine Trekkingtour zu Ende, wenn einem der Rucksack zum Beispiel den Fluss runtergespült wird. Dann muss man irgendwie gucken. Erstens kommt man in eine Notsituation und muss mit Survival schauen, dass man dann wieder nach Hause kommt. Aber es bleibt dann jedenfalls kein Trekking. Weil ohne eine komfortable Ausrüstung ist nicht Trekking. So würde ich es versuchen, entsprechend zu definieren. Und wer der Meinung ist, dass Bushcraft auch wichtig ist, sich da unbedingt fortzubewegen, dass die Fortbewegung an sich über viele, viele Kilometer ein wesentliches Element beim Bushcraften ist, ja, gut, dann müssen wir nochmal reden, wenn ihr das so meint. Oder? Oder nicht? Kommentare. Jetzt hatten wir ja am Anfang eben diese Definition, die ich euch da vorgelesen habe, aus dem letzten Teil. Dazu gab es jetzt noch ein paar Dinge, die da unbedingt reingehören, beziehungsweise die nicht deutlich genug geworden sind, nach Meinung vieler Kommentatoren. Also das Zeug, was ich jetzt vorlese, das sind meistens keine Einzelmeinungen, sondern das wurde mehrfach angedeutet oder explizit so genannt. Und der Hauptteil, was wirklich fast jeder gesagt, also gefühlt fast jeder gesagt hat, das war nicht fast jeder, aber was oft kam, wo ich auch wirklich absolut eingesehen habe, relativ schnell stimmt, das ist wahrscheinlich so das Unterscheidungskriterium schlechthin für Bushcraft und Survival, also die Abgrenzung von beiden, ist, glaube ich, dass Bushcraft von den meisten als lustige Freizeitaktivität angesehen wird, um es mal ein bisschen plakativ zu sagen. Aber man macht das nicht aus irgendeinem wahnsinnig ernsten Grund, sondern weil es einem Spaß macht. Freizeit, freiwillig, das sind so die Begriffe, die Schlagworte, die da von euch eben genannt worden sind. Der Aufenthalt in der Natur erfolgt. Survival kann das alles auch natürlich so sein und insbesondere beim Survival-Training, das ist ja sicher auch freiwillig, aber die Motivation, da steckt was dahinter. Die Motivation beim Bushcraft, ich will den Aufenthalt in der Natur genießen, mach das gerne, mehr Motivation ist es letztendlich nicht. Survival ist Vorbereitung auf einen Ernstfall. Also so gesehen auch Prepping quasi. Und der Aufenthalt in der Natur. Warum gehst du denn raus in den Wald? Was ist die Motivation? Ist nicht Spaß, sondern Ernst. Potenzieller Ernst. Und da sehen dann viele von euch eigentlich schon die wesentliche Unterscheidung, dass die Tätigkeiten von Bushcraft und Survival so mehr oder weniger sogar dieselben sind. Aber es ist dann Survival, wenn die zugrunde liegende Motivation für das Ausüben der Tätigkeit halt eben ernst ist, vorbereiten auf Notsituation, auf Krise. Und es ist dann Bushcraft,
wenn man das einfach nur so macht und nicht davon ausgeht, dass die Welt demnächst untergeht. Es gab einen sehr interessanten Kommentar bezüglich des Zeithorizonts der jeweiligen Aktivitäten. Man könnte ja quasi sagen, dass Bushcraft erstmal langfristig ausgerichtet ist. Man möchte ja den Aufenthalt in der Natur, den man ja genießt, nicht frühzeitig abbrechen. Das Ziel der Veranstaltung ist ja nicht, da wegzukommen, sondern es sich quasi möglichst gemütlich einzurichten in der Natur und dort dann möglichst komfortabel mit einfachen Methoden sich halt immer mehr ein schönes Leben quasi zu ermöglichen. Komponente von Bushcraft könnte dann letztendlich sogar auch ein bisschen Ackerbau neben dem Lager sein. Und ja, warum eigentlich nicht? Und auch Jagd gehört ja zumindest im internationalen Kontext und wäre in Deutschland auch möglich, wenn man einen Jagdschein macht, auch mit zum Bushcraften eben entsprechend dazu. Andere Sache, wieder auf der Zeitebene betrachtet. Also bei Bushcraft verändert sich nichts. Über längere Zeiträume ist es immer noch dasselbe Bushcraft mit derselben Intention und so weiter und so fort. Beim Survival-Training wiederum, wenn man da sich auf ein super langfristiges Survival-Szenario einstellt, wird man dann nicht automatisch zum Bushcrafter, weil man dann ja zu einem sich auch auf einen sehr langen, zeitlich unbegrenzten Aufenthalt in der Natur vorbereitet und muss damit ja quasi auch sich ein langfristiges Lager errichten und logischerweise wäre es dann auch sinnvoll, den Komfort dieses Lagers Stückchen für Stückchen zu erhöhen, die Sicherheit des Lagers Stückchen für Stückchen zu erhöhen und dann geht der Unterschied ja fast eigentlich verloren, wenn die Fluchtkomponente beim Survival wegfällt oder die rauskommen aus der Notsituation. Weiß ich nicht. Stimmt irgendwo, ne? Aber wie ich das jetzt in eine Definition mit einbauen soll, da tue ich mir jetzt noch ein bisschen schwer. Vielleicht fällt mir da noch irgendwas Sinnvolles ein, aber momentan weiß ich es nicht und ich weiß auch nicht, ob ich sollte. Wenn dazu jemand jetzt eine unglaublich blitzgescheite Idee hat, die er in die Kommentare schreiben möchte, dann ist mir natürlich wieder sehr geholfen. Dann haben wir gesagt, dass sowohl beim Survival als auch beim Bushcraft Dinge hergestellt werden. Das ist sicherlich richtig. Da gibt es aber jetzt vielleicht Unterschiede in der Art und Weise, wie diese Dinge dann zu funktionieren haben. Nämlich kann man schon sagen, Bushcraft, die sollen durchaus können, oder es wäre vielleicht ganz toll, wenn die insgesamt einfach ein bisschen cool aussehen, hübsch sind, die Bequemlichkeit fördern und Spaß machen letztendlich. Es geht ja nicht um die Effizienz oder darum, ob man dieses Zeug jetzt unbedingt braucht. Der Kleiderbügel wieder als Beispiel. Ne? Braucht man einen Kleiderbügel? Ganz bestimmt nicht. Aber ist er cool? Oh ja, logisch. Macht Spaß, einen Kleiderbügel zu bauen? Sicherlich. Wenn man sich da eben entsprechend gerne betätigt, handwerklich. Also ist das definitiv ein Bushcraft-Gegenstand, würde ich sagen, und nicht unbedingt jetzt der überlebenswichtige Kleiderbügel im Survival-Bereich. Deswegen Unterschied in der Anwendung, ja, in der Zweckmäßigkeit der Dinge, die hergestellt werden. Beim Survival, Hauptsache es hilft und erfüllt seinen Zweck. Muss nicht schön sein, muss nicht toll sein, muss je nach Szenario auch nicht lange halten. Hauptsache zweckdienlich, effizient. Effizient ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Und wie gesagt, beim Bushcraft braucht nicht effizient sein, muss Spaß machen oder soll Spaß machen. Zwei Personengruppen in Anführungszeichen haben sich noch benachteiligt gefühlt, weil sie eben im letzten Video nicht genannt wurden. Das sind zum einen die Pfadfinder und bei den Jägern sollte man halt eben auch nochmal eben, das habe ich eben glaube ich schon gesagt, darauf hinweisen, dass selbstverständlich auch ein Jäger ein Bushcrafter sein kann. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass ein ganz klassischer Jäger, der auf den Ansitz fährt, was schießt, aufs Auto lädt, nach Hause fährt, sicherlich nicht unbedingt zu den Bushcraftern zu zählen ist. Wenn er hingegen da für seinen Ansitz zum Beispiel oder nach dem Jagen noch andere Tätigkeiten ausführt, die in den Bereich Bushcraft einzuordnen wären, kein Thema. Oder auch ein Survivalist, der zum Beispiel seinen Jagdschein nur deswegen gemacht hat, damit er A, an Waffen kommt und B, Jagen üben kann, um in einer Notsituation dann auch jagen gehen zu können. Dann gegebenenfalls vielleicht auch ohne Waffe. Vielleicht übt er im Rahmen seiner Jagdtätigkeit ja auch sich an das Wild möglichst nah ranzupirschen, um zum Beispiel auch auf Bogenschussweite zu kommen, Selbstbaubogen.
Das darf man nicht. Das ist Tierquälerei. Es üben, es trainieren, sofern man einen Jagdschein besitzt, sowas in einer Notsituation zu können, das darf man schon. Weil wenn man einen Jagdschein hat, kann man auch nicht wegen Wilderei belangt werden. Heißt, wenn jemand, der keinen Jagdschein hat, sowas trainieren würde, das könnte durchaus schon als Wilderei durchgehen, weil man letztendlich nicht unter Umständen nicht glaubhaft belegen kann, dass die Absicht für diese, was verdammt nach Wilderei aussieht, Tätigkeit jetzt ist, dass man es nur für den Ernstfall, wo Recht und Gesetz keine Rolle mehr spielen, mal ausprobieren wollte. Das muss einem ein Richter erstmal glauben. Und die Pfadfinder haben sich noch unterrepräsentiert gefühlt, denn ein Pfadfinder ist ja im Prinzip ein alter Begriff für Bushcrafter, oder? Sind wir uns da einig? Gut, die machen noch diverse andere Sachen, diese ganze Traditionsgeschichten, die da noch eine Rolle spielen. Auch der römisch-katholische Hintergrund, der bei den klassischen Pfadfindern eine Rolle spielt, mag vielleicht dem einen oder anderen Bushcrafter, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, eher sauer aufstoßen. Aber von der Grundtätigkeit, zumindest die Komponente im Wald, soll man dann sagen, Pfadfinder sind quasi Bushcrafter, oder soll man lieber sagen, Pfadfinder sind Pfadfinder, die Bushcrafterei betreiben, solange sie eben dieses Zeug im Wald machen. Damit würde ich mich extrem schwer tun mit Letzterem, weil die Pfadfinder ja gefühlte 1000 Jahre vor den Bushcraftern im Wald rumgeschlichen sind. Da tue ich mich eben auch schwer und hat da jemand vielleicht zufällig irgendeine mich erhellende Meinung dazu vielleicht? Könnte ja sein. Dann wäre jetzt auch nochmal ein größerer Punkt das Thema Camping. Das ist ja wirklich was scharf diskutiert wird zum Beispiel. Die Ultralight-Tracking-Szene, dafür mag ich sie aber überhaupt nicht, da gibt es wohl irgendwo einen Oberguru, ich weiß auch nicht, wie der heißt, der der Meinung ist, ab, was weiß ich, wie viel Kilo Rucksackgewicht ist das kein Trekking mehr, sondern Camping. Oder kein Outdoor mehr, sondern Camping. Diese Aussage ist natürlich A, falsch und B, extrem provozierend. Aber jetzt mal andersrum gedacht, wo hört denn Camping jetzt auf, wenn man in den Bereich Bushcraft und Survival irgendwo geht und jetzt nicht unbedingt in den Bereich Trekking? Ich denke, der Unterschied zwischen Camping und Trekking liegt unter anderem eben im Schwerpunkt auf die Fortbewegung. Wenn man sich gar nicht fortbewegt oder sein Zelt an der gleichen Stelle stehen lässt und dann nur Tagesspaziergänge macht und so weiter und so fort, das würde ich sagen, sind Tagesspaziergänge mit Camping. Oder Camping mit Tagesspaziergängen. Trekking erfordert ja eine Mehrtagestour und das Mitschleppen einer gewissen Ausrüstung, wie ich das jetzt eben entsprechend sehen würde. Camping mit ein bisschen Schnitzen an Holz, mit Löffelschnitzen, mit weiß ich nicht was alles, da würde ich es jetzt davon abhängig machen, ob das Nächtigen im Lager auf einem Campingplatz stattfindet oder halt eben draußen im Wald. Weil aus meinem ersten Definitionsansatz, aus dem ersten Video, ist ja vorausgesetzt, dass Bushcraft und Survival zu den Outdoor-Geschichten gehören, die in der Wildnis, im nicht-urbanen Raum stattfinden. Und Camping, würde ich jetzt spontan sagen, findet, wenn es legal stattfindet, und wir beschränken uns ja, wie gesagt, auf die legalen Fälle, auf dem Campingplatz statt. Und das ist urbaner Raum. Das ist definitiv nicht Wildnis. Kann also nicht Bushcraft und Survival sein. Es gibt im Amiland so einen schönen Definitionsansatz für Bushcraft, den ich da entdeckt hatte in einem YouTube-Video. Also ob der weit verbreitet ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber ich fand ihn von daher ganz interessant, weil er noch eine Frage für Deutschland aufwirft. Der daraus besteht, dass er so drei Blasen hat. Blase 1, Blase 2, Blase 3, die haben in der Mitte einen gewissen Überschneidungsbereich und da hockt Bushcraft drin. Und Bushcraft setzt sich demzufolge wohl aus Steinzeit-Technologie, also Primitive Technology, wie der gleichnamige YouTube-Kanal, der ja wirklich großartig ist, dann Modern Camping und Classic Camping. Und er hat jeweils noch ein paar Ausrüstungsgegenstände als Beispiel halt eben entsprechend genannt, die aus den Bereichen kommen, die dann Bushcraft in der Anwendung dieser Ausrüstungsgegenstände ausmachen sollen. Also im Steinzeitbereich ein Stein und Stock, beim Hightech-Camping meinetwegen Plastikmaterialien, Planen,
aus irgendwelchen Hightech-Ripstop-Nylon-Geschichten und den Ferrowatt, also den üblichen Strike-Fire-Stil. Und Classic Camping hatte dann irgendwie Canvas, also so einen super festen Baumwollstoff ist das, wenn mich nicht alles täuscht. Heißt, glaube ich, auch in Deutschland so. Und das Steel and Stone, ich weiß nicht, also dieses Flint und so ein Ding. Ne? Also damit dann irgendwie Feuer machen. Ich glaube, meins ist kaputt. Ich habe da noch keinen einzigen Funken zustande gebracht. Oder ich bin wirklich völlig unfähig. Bei der nächsten Gelegenheit, wo ich mal irgendjemanden von euch treffe, muss mir das nochmal irgendwer erklären, wie das bitte schon funktionieren soll und was da jetzt genau kaputt ist. Ob das einfach nur ein scheiß Eisen ist oder woran es liegt. Könnte sein, dass es einfach nur ein scheiß Eisen ist. Es war nicht teuer, vorsichtig ausgedrückt. Ja, und der Überschneidungsbereich all dieser Dinge hält der dann eben in dieser Definition für Bushcraft. Und scheinbar sind die Stilrichtungen im Bushcraft, die er sieht, diese drei Blasen. Ich glaube, das ist bei uns nicht so sehr diskutiert, dass man den ganzen Bushcraft-Bereich eben in diese drei Bereiche aufteilen würde. Was aber trotzdem interessant ist, ist eben die Frage nach dem Technologiegrad für Bushcraft und Survival. Weil ich mich nämlich schon frage, wie ist denn das bei uns in Deutschland? Also Trekking hat meiner Meinung nach, auch nicht bei jedem, absolut nicht, aber zumindest dann Wildnis-Trekking, wo man in unfreundlichen Klimazonen unterwegs ist, da hat eigentlich, glaube ich, so gut wie jeder ziemlich tolles, modernes Hightech-Zeugs dabei. Ne? Und was es halt eben, denke ich, eher im Bushcraft-Bereich gibt, was man beim Trekking nicht so verwenden wird, wäre halt beispielsweise klassisch gebrauchte Militärausrüstung, die ultra robust ist, durchaus praktisch, sehr stabil habe ich schon gesagt, robust, stabil ist dasselbe, günstig zu haben, sehr günstig zu haben, aber halt schweineschwer. Über längere Trekkingtouren möchte ich das nicht schleppen. Mal eben in den Wald und da ein Lagerchen bauen mit BW-Zeltbahnen zum Beispiel oder meinetwegen auch einer polnischen Zeltbahn oder dem DDR-Ding, das ist ja relativ egal. Gerne, das macht doch Spaß, das ist lustig. Für Bushcraft-Aktivitäten ist so ein Zeug wirklich super. Ich bin grundsätzlich sowieso ein Fan von gebrauchter Militärausrüstung für Bushcraft. Nicht unbedingt für Trekking, weil da ist mir das dann einfach viel zu schwer. Spielt das eine Rolle, eurer Meinung nach? Könnte man sagen, Bushcraft ist tendenziell eher mit, sagen wir mal, traditionellerer Low-Tech-Ausrüstung? Oder findet ihr, Bushcraft ist auch okay, wenn man da das Neueste vom Neuen und so richtig teure High-Tech-Gewebe im Einsatz hat? Ich habe nicht den Eindruck, dass das viele benutzen würden. Der Durchschnitts-Bushcrafter, den man da mal so trifft, der hat doch wirklich eher jetzt überwiegend simple Ausrüstung. Aber wichtig ist ja jetzt nicht so sehr die Abgrenzung von Trekking und Bushcraft, sondern von Bushcraft und Survival. Und bei Survival, sofern man da überhaupt Ausrüstung besitzt, die man besitzt, wenn man sich zum Beispiel jetzt ein Survival-Messer anguckt, was die da teilweise so kosten, also die hochwertigen Survival-Messer, da würde ich jetzt meinen, dass bei dem, was man an Ausrüstung im Survival-Bereich hat, die dann schweineteuer ist und entsprechend Hightech und pulvermetallurgischen Stahl und so ein Krempel. Heißt der so? Ich glaube schon. Ich hatte dann ja noch beim letzten Mal gesagt, dass das Outdoor-Aktivitäten sind, Bushcraft und Survival, beides. Manche von euch waren der Meinung, naja, wenn man jetzt in den Wald geht und sich da von mir aus im Rahmen einer Bushcraft-Aktion ein paar Brennnesseln sammelt und daheim einen Smoothie draus macht und den dann daheim trinkt, dann war das ja trotzdem Bushcraft. Wie seht ihr das? Muss das zwingend draußen stattfinden oder ist zum Beispiel auch die Vorbereitung, das Packen von einer Ausrüstung, das Packen des Rucksacks, das Mitnehmen von Holz nach Hause, wo man dann daheim in der heimischen Werkstatt ein bisschen dann rumschnitzt mit Naturmaterialien, gehört das noch dazu oder gehört das nicht mehr dazu? Dass das auch Survival ist, da brauchen wir uns gar nicht so sehr zu streiten. Survival umfasst ja noch viel, 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 viel mehr Zeug, wenn man jetzt einfach nur sagt, generell Survival, als das, was im Bushcraft enthalten ist. Weil sich das ja wirklich letztendlich auf das Zeug in der Natur beschränkt. Bei Survival ist ja noch die Selbstverteidigung zum Beispiel dabei. Generell
kann man auch sagen, dass zu Survival halt sämtliche Waffenhandhabung gehört. Zwingend vielleicht, je nachdem, wie man fragt, Fremdsprachen erlernen, für den Fall, dass man irgendwo sonst wo im Ausland landet. Dinge, mit denen man eingeborenen Stämme im Dschungel beeindrucken kann, wie zum Beispiel Zaubertricks, eine gewisse Schauspielerei, um irgendwelche Grenzposten abzulenken, wissen, wie man aus dem Gefängnis ausbricht, wenn man in irgendwelchen Ländern hinkommt, wo man, keine Ahnung, keinen Kontakt mehr zur deutschen Botschaft oder sowas in der Richtung zustande kriegt. Also Survival ist ja ein noch breiteres Spektrum als Bushcraft. Nicht, dass ich Bushcraft jetzt schlecht finde, aber wenn man Survival ernst nimmt, sind das ja sämtliche kleinen Tricks und Kniffe, die einem beim Überleben in jeder erdenklichen Situation helfen können. Also dann ist klar, dass das sich nicht ausschließlich auf draußen im Wald beziehen kann. Habe ich aber ursprünglich halt eben dann mal doch so quasi definiert, dass Bushcraft und Survival eben zu den draußen im Wald stattfindenden Tätigkeiten gehören. Was bei Bushcraft, was für Bushcraft zutrifft, für Survival sicherlich nicht. Wollen wir jetzt also sagen, Bushcraft darf auch indoor stattfinden oder gehört das nach wie vor absolut nur in den Wald? Das würde mich auch nochmal interessieren. Ich persönlich möchte für den Kram, den ich draußen im Wald treibe, und das ist jetzt auch schon das Schlusswort, fast die Unterscheidung zwischen Bushcraft und Survival gar nicht so sehr ziehen. Aber da ich mich ja jetzt doch einfach mal einordnen möchte, so als Beispielfall, größtenteils mache ich Trekking, wenn ich nicht ohnehin einfach nur irgendwo hocke und was erzähle. Dann gehe ich noch jede Menge stinknormal spazieren, beziehungsweise als erweiterter Waldbesucher spazieren, stapfe hier und da mal vom Weg runter, gucke mir irgendwelche Sachen an, die für mich interessant sind, weil ich es halt eben gelernt habe, Wald. Und sonst bin ich, glaube ich, eher Survival-Trainingsmäßig dann im Wald, außer ich möchte einfach nur mal eine Runde übernachten oder was. Dann würde ich mich das eher als Bushcraft bezeichnen. Aber irgendwelche Lagerbaumaterialien, die ich verwende, das ist, glaube ich, eher so survival-technisch, weil gerade der Craft-Aspekt beim Bushcraft, der ist bei mir halt nahezu verschwindend gering. Wenn ich mal was bastel, dann sind das Speerspitzen an Stock bauen. Das ist ja eher Survival, das hat mit Bushcraft wenig zu tun. Möglichst aus Materialien, die super klein verpackbar und unpraktisch, aber klein sind, Lager errichten wie Rettungsdecke, Malerfolie, Malerabdeckfolie, keine Ahnung, 10 Quadratmeter wiegen 120 Gramm, sind dünner als ein Millimeter und gehen bei jedem Scheiß kaputt, aber man kann es ja mal versuchen. Meine bisherigen Versuche waren nicht so erfolgreich, dass es dazu ein Video gibt. Könnte ich eigentlich mal ein Ben versagt mal wieder Video diesbezüglich machen, aber ja, ich weiß es nicht. Ich tue mich da wirklich schwer, jetzt das eine oder das andere zu sein. Trekking mache ich zwischendurch ganz klassisch, ganz klassisch. Aber schwierig. Kann mich da auch nicht wirklich wiederfinden in den beiden Begriffen. Mir persönlich wäre es aber Wurst, wenn man mich in Schiene Schublade 1 oder Schublade 2 reinsteckt. Kann ich jeweils ganz hervorragend mit leben. Okay, wir sind durch. Ich würde mal versuchen, das bisher Angesprochene mal nach dem, was ich denke, ein bisschen in die Definition von eingangs einfließen zu lassen und mache noch eine neue, die ein bisschen modifiziert wurde und die kommt jetzt ganz zum Schluss nochmal und die findet ihr auch in der Videobeschreibung und wenn ihr da jetzt noch irgendwelche Ergänzungen machen wollt, dann freue ich mich und wenn nicht, ist auch okay und ansonsten tschüss. Bushcraft und Survival sind Aktivitäten, die meist draußen außerhalb urbaner Ballungsräume und abseits öffentlicher Wege stattfinden. Primär geht es um die Aneignung und Ausübung von Fähigkeiten und Wissen, die ein selbstständiges Leben in der Natur oder einer sogenannten Krise ermöglichen sollen. Viele Einzelaktivitäten wie das Feuermachen, der Lager- und Werkzeugbau und das Sammeln essbarer Pflanzen werden von beiden Gruppen gleichermaßen betrieben. Unterschiede entstehen vor allem aus der Motivation und der Ausrüstung.
Rüstung. Bushcraft wird als friedliches Hobby, welches Entspannung und den Spaß in und mit der Natur zum Ziel hat, verstanden. Survival hingegen ist als Training für eine beliebige Katastrophe zu verstehen, die es zu überleben gilt. Dementsprechend findet eine oft einfache, aber vollständige Ausrüstung wie Beil, Säge und Messer beim Bushcraft Verwendung, während sich das Survival im Extremfall nur auf das Messer beschränkt. Der Überschneidungsbereich ist groß, jedoch umfasst Survival zum Beispiel auch Kampftraining, welches beim Bushcraft keine Rolle spielt. Verwandte Tätigkeiten wie die Pfadfinderei oder die Jagd können als Bushcraft oder Survival angesehen werden, wenn sie mit der entsprechenden Absicht betrieben werden.